Okay, hier ist jette.prokrastination.com. Ja, kurzes Sum-up des Coachings, weil es ja doch einige interessante Hände gab. Ich habe mir überlegt, jetzt einfach in Zukunft immer Videos zu machen. Geht es schneller für mich, ist interessanter für euch. Los geht's mit der Ace 5 Hand gegen Nekt. Ihr seht hier die Stats von ihm. Wind Showdown 26, AF River wird interessant von 31. Fold C wird 63 auf 1700 Hände. Ich steal im Small Blind. Ace-5, wir sind ja, knapp 100 BB, die minimal mehr, aber das ist nicht signifikant. Er defendet passiv, ich hätte die Nuts quasi. Bette, er callt, turn blankt, mehr oder weniger. Bette nochmal. Knapp Dreiviertel Pot Size, zwischen 2/3 und Dreiviertel Pot Size. Und er callt erneut. River ist dann die Deuce, also die unangenehmste Karte, die eigentlich kommen kann. Auf Diamonds. Und ich bette, er shippt. Ich habe gefoldet. Und hier war die Frage, ob ein Check-Call in Frage kommt oder ein Check-Raise oder ein Check-Fold. Und ja, ich will das gar nicht jetzt zu sehr konkretisieren. Das ist ja nur ein kurzes Sum-up. Bildet, macht euch euer eigenes Bild und Feedback ist natürlich immer erwünscht. Wenn ihr noch Sets braucht, hier habt ihr das Fenster. Okay, davon ab. Ja, die Hand war, denke ich, Standard. Also ich fand sie Standard, aber es gab auch daher Fragen, ob man nicht den den River größer bettet oder Block bettet oder Check shippt. Ich finde aber die Bette im Nachhinein auch am besten. Der Spieler scheint fischig zu sein, kann durchaus auch mal Pocket 90 haben und callen. Oder eine 8 behind checken, weil er scared ist oder sowas. Besonders aggro ist er ja nicht. Und bluffen wird dann ein Draw auch nicht immer unbedingt. Deshalb finde ich eigentlich eine kleine, diese 2/3-Pot-Size-Bet ein bisschen kleiner, eigentlich optimal. Jack kann er auch haben, auch wenn es unlikely ist, weil ich zwei Jacks habe, aber ist nicht unmöglich. Oder ein Hero Call mit einer 5 hinlegen. Ich denke, das ist okay. Auch im Nachhinein, er shippt dann, beziehungsweise er raised, ich shippe die 9 Dollar hinterher, um mir Quads zeigen zu lassen. So, dann war noch diese Hand hier. Ich calle das Cut-off Open Raise mit 8-7 suited und der Gegner, der ziemlich gut auf 2200 Hände, ziemlich loose und aggro zu sein scheint, check called. Ich habe gedacht, er hätte einen Top-Pair ohne Kicker, vielleicht sowas wie Kings, Queens und habe mich für einen 3-Barrel-Bluff entschieden, um halt Nassen vor uns zu kriegen. Er check shipped, hat also sehr wahrscheinlich Asse gehabt und gedacht, okay, ich kann nicht mit besonders viel Coin, also check call ich hier und induce Bluffs. Hat wohl sehr gut funktioniert gegen mich. Frage ist, ob das Play trotzdem overall plus ist gegen ihn. Schwierig zu beantworten. Wenn ihr weitere Informationen von ihm haben wollt, dann kann ich die auch nochmal hier im Thread posten oder ihr habt hier das Coaching, das Hole Manager Fenster. Okay, dann gab es noch diese Hand hier. King 4. Gar nicht, was da passiert ist. Ah, er hat passive defended, dann gedonkt. Ich habe den Flop gecallt. Gutshot und Flushshot Turn. Habe ich überlegt zu raisen. Wäre definitiv viable gewesen. Allerdings glaube ich nicht, dass er hier nochmal Jack 10 bettet oder sowas. Oder Queen 10 und er Check called. Dadurch kriege ich nicht besonders viele bessere Hände zum Folden. Flop Raise wäre definitiv auch viable gewesen. Eben gegen genau diese Hände. Um 3 Barrels zu feuern, wenn man nicht improved. Und dann am River vielleicht Jack 10, 9, 10 und so weiter zum Folden zu kriegen. Hab den Turn aber nur gecallt. Und am River hitte ich dann Flush und hab 288 Grace, um ihn noch gute Odds zu kriegen, gehe mit 2-Pair, was er hier vielleicht nicht folden kann. Spieler scheint raggig zu sein, aber relativ tight. Und er hat auch gecallt und hatte tatsächlich sogar den Flush hier gedonkt. Aber ich denke, das Play ist dennoch okay, weil er 2-Pair wahrscheinlich auf dem Raise immer weglegt, aber auf ein kleines Raise, auf ein All-In immer weglegt, aber auf ein kleines Raise vielleicht callen kann. Ist halt die Frage, ob es nicht vielleicht immer Check callt, weil er wirklich so tight ist und so passiv, aber das kann man auch schwierig eruieren hier. Dann war diese Hand noch, die ganz interessant war. Queen Jack. Ja, 3-Bet gecallt, kriegt ein bisschen loose, aber ich habe nachher im Coaching auch gesehen, der Typ hat halt wirklich unglaublich viel gedreibettet an dem Tisch gegen mich, über 20% und mich auch gedisst im Chat, also es scheint ein bisschen tilty gewesen zu sein, hat irgendwie 10-6 gegen mich gedreibettet später und so, Offsuit wohlgemerkt. Von daher ist der Call schon okay, check den Flop behind, ich check raise den Turn, war eine Idee vom Co-Coach Cornholio, ganz interessant eigentlich und hätte viele Rivers auch gebluffed und Queen wahrscheinlich already gebettet.
denke ich, wobei mit der History kann man vielleicht sogar aufgeben und nur Improvements betten. Ja, ich habe Improved, habe geschippt und Gegner hat gefoldet. Auch hier sind natürlich Comments immer gerne willkommen. Und wie gesagt, die Stats, die ihr hier seht, sind nicht wirklich repräsentativ, denn der war in der Session wirklich sehr on tilt. Der gute Stonehead Golem. So, ich glaube, das waren die interessantesten Hände. Ich hoffe, das Coaching hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Glück an den Tischen und bis zum nächsten Mal. Das war's, Seattle für PokerStrategy.com. Ciao, ciao.